Es ist sehr gut rausgekommen. Kennst du den Kassensturz? Kassensturz, ich liebe die Sendung. Da werden Sachen getestet, die du kannst kaufen, überall. Da wird das Zahnbürstchen getestet oder ein Toaster bis zum Kinderwagen. Und am Schluss weisst du einfach, welches Produkt verhält, welches Produkt sollst du kaufen. Die werden am Schluss benotet. Sehr gut, das ist perfekt. Und am Schluss kommt der Testzeiger raus. Gäbig wäre das eigentlich auch bei den Leuten. Bist du auf der Suche nach einem Leiter, wo in dein Team passt. Oder vielleicht an einen Kollegen, der eine lange Reise machen kann. Oder sogar nach einer Freundin, nach einem Partner fürs Leben. Da könntest du nachgoogeln. Testzeiger, Testzeigerin. Da kommt dann vielleicht raus, die Kette aus dem Emmental, die würde passen. Die ist Testzeigerin 2017. Nur geht das nicht so. Obwohl es Sendungen gibt, die Menschen vergleichen. Der Testzeiger dort heisst der Voice of Switzerland. Oder das beste Schweizer Talent. Dort werden auch Leute getestet, bewertet und kommen Noten über. Weißt du, was du für eine Note hast? In der Schöpfung sind wir auch schon mal getestet worden. In der Schöpfung heisst es, wo Gott den Mensch geschaffen hat. Da hat er es dann am Schluss angeschaut und hat gesagt, es ist sehr gut rausgekommen. Da gehörst auch du dazu. Du bist auch geschaffen von Gott. Und Gott hat über dein Leben sehr gut, hat er gesagt dazu. Und das Beste ist noch, als er dich und mich geschaffen hat, dann hat er bei sich abgeschaut. Es heisst, als er uns geschaffen hat, dann hat er uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und wenn das nicht Qualität ist, dann weiss ich nicht, was Qualität ist. Und wenn du das nächste Mal einen Kollegen triffst, der wenn du einen Löw findest oder etwas schräg findest, dann denk auch dort dran. Gott sieht ihn als Testzeiger und hat ihn benotet und gesagt, es ist sehr gut rausgekommen.